Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind Anja und Ilan und freuen uns endlich wieder hier sein zu können in unserem Tiny House, auf unserem Küchenpodest, auf der Baustelle quasi. Nächste Woche steht die Elektroinstallation an. Genau, damit das auch reibungslos verläuft und wir ein bisschen Zeit und vielleicht auch Geld sparen, haben wir schon mal markiert, wo kommen welche Steckdosen hin, wie soll das System genau aufgebaut werden und nehmen euch heute mit. Wenn ihr uns schon eine Weile begleitet habt, wisst ihr, dass wir uns vor einiger Zeit, ich glaube sogar einigen Monaten schon mit dem Thema Elektrik auseinandergesetzt haben. Wir haben in diesem Video unsere Verbraucher mal gesammelt, geschaut, wie viel Leistung brauchen sie, wie viel kommt da zusammen, um dann eben auch ein Gefühl zu entwickeln, welche Versorgung hier in unserem Haus passend wäre, dass es nicht über- oder unterdimensioniert ist. Wir verlinken euch das Video gerne nochmal hier. Und jetzt auch in den letzten Tagen haben wir das Thema nochmal neu aufgerollt, gerade auch nach dem Erstgespräch mit dem Elektriker, mit dem Meister. Und wir gemerkt haben, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, auch inhaltlich, um wirklich genau entscheiden zu können, wo kommen welche Lichter hin, wo müssen welche Kabel verlegt werden, dass das dann in der Umsetzung auch fließend verläuft. Wir haben dazu unseren Grundriss genommen und zunächst dann erstmal unsere Steckdosen eingezeichnet. In der Küche arbeiten wir ja mit Küchengeräten mit besonders hoher Leistung, gerade wenn ich an unseren Hochleistungsmixer denke oder die Küchenmaschine. Und dann haben wir, so wie es aussieht, dann auch einen Dampfgarerofen. Ja, und das alles muss ja irgendwie versorgt werden und auch so versorgt, dass uns die Leitungen nicht um die Ohren fliegen, beziehungsweise die Sicherung. Daher ist uns relativ schnell auch bei der Positionierung der Steckdosen klar geworden, dass wir hier mehrere Stromkreise integrieren sollten. Wenn wir jetzt mal in den Plan schauen, sehen wir drei Farben, die für unterschiedliche Positionierungen bzw. unterschiedliche Höhen der Steckdosen stehen. So war es für uns im ersten Blick schon mal übersichtlicher. Und als das digitale Plan dann durch war und wir ein gutes Gefühl hatten, sind wir ja hier vor ein paar Tagen angereist und haben einfach gemerkt, wir müssen das jetzt mal an die Wände übertragen. Wie machen wir das am besten? Wir wollten sich überall mit einem dicken Stift anzeichnen, haben uns ein Kreppband genommen und dann die Einzel- und Doppelsteckdosen erstmal vorbereitet und angeklebt. Und das Ganze hat dann auch gleich eine Räumlichkeit bekommen, was dann auch zum Glück dazu geführt hat, dass wir dann an der einen oder anderen Stelle nochmal korrigiert haben oder doch noch eine extra Steckdose gesetzt haben. Ja, Feedback auch von Familie und Außenstehenden, alle, die selbst schon mal vielleicht ein Haus gebaut haben, war: spart nicht an Steckdosen, lieber habt ihr eine zu viel, als wenn euch am Ende eine fehlt und dann muss man wieder eine Mehrfachsteckdose anstecken. Das haben wir uns zu Herzen genommen und ich glaube, jetzt nicht unterdimensioniert. In der Küche ging es dann weiter mit den Wandleuchten, also mit den Wandspots. Wir haben uns ja gegen Hängeschränke entschieden, weil diese ja viel zu schwer sind. Ne? Ja. Sonst hätten wir irgendwie die Möglichkeit gehabt, unter diesen Hängeschränken ja noch mit LEDs zu arbeiten. Das fiel dann relativ schnell weg und dann haben wir gesagt, okay, dann wenigstens mit Spots, dass wir auch immer ausreichend Licht haben in der Küche und wenn wir wollen, auch mal richtig hochdrehen können. Und wir möchten euch jetzt mal zeigen, wie wir das Ganze gekennzeichnet haben und wie es jetzt hier aussieht. Wir kommen in unsere Küche. Inzwischen stehen wir schon auf dem Küchenpodest und haben jetzt provisorisch, um auch später die Steckdosen besser positionieren zu können, uns einfach mal zwei unserer Paulownia-Platten reingestellt. Die sind jetzt noch nicht auf der effektiven Arbeitshöhe, deshalb wirken die Steckdosen auch so viel höher. Aber zur Vorstellungskraft ist es doch ganz hilfreich. Das heißt, wir fangen vielleicht mal an der Seite an. Haben wir an der Arbeitsfläche immer an den Ecken jeweils zwei Doppelsteckdosen geplant und darüber dann jeweils immer eine Wandleuchte, einen Spot, der dann entsprechend auch die Arbeitsfläche schön ausleuchtet. Hier kommt dann unsere Dunstabzugshaube hin und rechts daneben final auch nochmal ein Spot und daneben einer unserer Lüfter für die dezentrale Wohnraumlüftung. Hilfelüfter. Genau, Hilfelüfter und noch eine Einzelsteckdose, weil wir gerne unseren Außenbereich, also unsere Doppelflügeltür mit einer großen LED Leiste beleuchten möchten und dieses System läuft eben über Steckdose. Das heißt, da mussten wir noch mal eine Steckdose hinsetzen. Auch das war mega spannend, erstmal rauszufinden, was für ein Licht nehmen wir überhaupt, um dann auch zu wissen, müssen da Lichtkabel verlegt werden oder brauchen wir einfach nur eine Steckdose. Also ja, das war schon mal hilfreich und in der untersten Ebene, wie ihr das eben auch im Grundriss gesehen habt, haben wir dann noch mal eine Steckdose für unseren Ofen. Dann nochmal in der Ecke eine Doppelsteckdose, weil wir immer noch die Hoffnung haben, unsere Küchengeräte da irgendwie unten anzuschließen und wir oben auf der Arbeitsplatte so wenig Kabellagen haben wie möglich. Und dann final nochmal für den Kühlschrank und rechts daneben
für unseren Wasseraufbereiter, dass der da auch noch eine Steckdose hat. Und dann ist die Küche eigentlich schon fertig und dann ging es weiter mit dem Wohnzimmer. Also, im Wohnzimmer sind wir noch nicht ganz so weit. Chaos. Hier haben wir eine Steckdose, die wir dann auch gegebenenfalls für den Außenbereich nutzen können oder einfach, weil die lässt uns einfach noch ein bisschen flexibler sein. Wir planen auf jeden Fall auch eine Steckdose hier hin zu positionieren. Da, wenn wir die Tür hier öffnen, wir das Kabel auch hier hinausführen können. Das wäre, wenn wir jetzt beispielsweise eine Steckdose auf der Seite hätten, nicht mehr möglich, da wir wirklich auf den Millimeter genau hier mit dem Aufbau gearbeitet haben und der Fenstertür, das heißt, da passt kein Kabel mehr durch. Da haben wir dann auch nochmal, ich glaube, eine Doppelsteckdose. Dann planen wir auf jeden Fall noch ein Kabel für ein Wohnzimmerlicht. Wahrscheinlich auf dieser Höhe. Im Badezimmer haben wir hier die Steckdose. Auch hier sind wir relativ flexibel, also auch die können wir entweder für das Badezimmer als auch für das Wohnzimmer nutzen. Hier planen wir einen integrierten Schrank. Dort haben wir dann mehrere Regale und zwei Steckdosen. Zwischen den Regalen für Zahnbürsten oder Rasierer, was halt eben so geladen werden muss. Natürlich auch der Föhn, ne? Anjas großer Föhn für die Locken. Hier kommt das Waschbecken hin. Links vom Waschbecken haben wir noch eine Steckdose. Hier unten haben wir auch noch eine Steckdose, das sieht man wahrscheinlich. Die ist für den Lüfter von unserer Trockentrenntoilette. Links davon planen wir die Entlüftung für unser Badezimmer. Hier unten planen wir auch noch eine Steckdose, und zwar hinter der Dusche. Die haben wir jetzt noch nicht gekennzeichnet bzw. verklebt. Falls wir dann beispielsweise eine Art Shower-Loop-System hier integrieren wollen, braucht die Pumpe dann wiederum auch Strom. Bis dahin werden wir auf jeden Fall mit diesem Komplettsystem fahren. Also wir haben eine komplette Dusche, die in sich so geschlossen ist, dass sie hoffentlich kein Wasser verliert. Das war nämlich unsere Sorge, dass die Fugen irgendwann aufreißen aufgrund der Bewegung. Und das Haus ist ja nun mal sehr mobil ausgelegt. Wir haben hier keine Lichtschalter, für diejenigen von euch, denen es schon aufgefallen ist. Nirgendwo in diesem Haus befindet sich ein Lichtschalter, weil wir nämlich überall Funklampen verbauen werden. Also Funk oder Wireless Licht. Und auch hier in diesem Fall erwähne ich das, weil wir hier oben uns entschieden haben, LED-Stripes zu nehmen von IKEA. Das sind eigentlich die LED-Stripes, die man für die Küchen wählt. Hier gibt es einmal ein Weiß, also Warmweiß bis Grellweiß. Dafür haben wir uns entschieden, also nichts mit Farben, sondern wirklich nur ein reines Weiß. Wie wir das verbauen, das machen wir dann in einem gesonderten Video. Dann haben wir hier den Technikschrank. Dieser hat natürlich auch einige Steckdosen. Das habt ihr wahrscheinlich schon dem Plan entnehmen können. Hier oben für die Alde Flow. Dann haben wir hier im mittleren Bereich auch nochmal zwei, also eine Doppelsteckdose plus eine einzelne. Ich glaube, die einzelne hier ist auch für die LED-Stripes. Hier unten haben wir auch nochmal eine einzelne Steckdose für die Waschmaschine oder für den Waschtrockner und dann nochmal eine Doppelsteckdose, weil wir den Raum oder diesen Bereich hier abtrennen möchten. Weiter geht's in unserem zweiten Zimmer, in unserem Minizimmer. Da haben wir einmal hier unten eine Einfachsteckdose geplant. Hier drüber wird dann wahrscheinlich der Sicherungskasten hinkommen. Da gehen wir aber gleich nochmal zurück. In dieser Ecke haben wir auch nochmal eine Doppelsteckdose. Ob die jetzt hochkant oder quer positioniert werden, schauen wir nochmal. Aber was ziemlich sicher ist, ist, dass wir, so wie wir es hier schon simuliert haben mit einem Restholz, dass wir unter dem Fenster unsere Arbeitsecke integrieren wollen. Das heißt, wir auch so wenig Kabellage wie möglich auf dem Tisch haben möchten. Demnach planen wir 2x2 Doppelsteckdosen direkt hier drunter, sodass dann wirklich Laptop und was alles angesteckt werden soll, kann, hier Platz findet und wir dann mit einem Klapptisch auch die Steckdosen verdecken können. Das ist erstmal der Plan. Auf dieser Seite auch nochmal eine Doppelsteckdose. Da müssen wir nochmal absprechen, ob das nicht zu eng ist mit unseren Heizkörpern oder ob das passt. Und dann haben wir nochmal final eine Doppelsteckdose unter der Treppe positioniert, falls da nochmal eine Schrankbeleuchtung hin soll, die eben eine Steckdose braucht. Und dann geht's schon ins Schlafzimmer. Also, hier oben planen wir eine Doppelsteckdose, dann noch zwei weitere, und zwar einmal hier hinter. Da wird nämlich noch so ein kleines Schränkchen hinkommen, wo dann auch noch die Entlüftung unserer Heizung Platz finden wird. Und einmal gegenüberliegend auf der anderen Schlafseite. Ja, die Betten hätten wir auch mal machen können. Ja, so ist das hier bei uns. Baustelle halt. Auf der Seite kommen dann auch nochmal zwei Steckdosen, damit wir dann vielleicht, wenn wir am Oberlicht nochmal eine tolle Lampe hinstellen wollen oder
irgendwas anderes anstecken möchten, dass wir hier auch oben ausreichend Steckdosen haben. Was wir auch noch planen, wir möchten gerne auf der Terrasse, auf der linken und rechten Seite, jeweils eine Lampe anbringen, die so schön strahlt und vielleicht sogar noch ein oder zwei Outdoor-Steckdosen. Das ist aber optional, das wäre super, wenn das klappt. Wenn es kompliziert ist, dann ist es aber nicht notwendig, weil wir dafür auch eine Steckdose von hier drin nutzen können mit einem Verlängerungskabel. Das wäre jetzt nicht so dramatisch. Wie soll unser System aufgebaut sein? Wir haben hier mit unserem Sicherungskasten geplant. Das heißt, wir werden einmal eine Außensteckdose am Boden, vielleicht sogar unter dem Anhänger, positioniert haben. Das wäre unser Best Case, wo wir dann 230 Volt Strom von außen bekommen. Grundsätzlich möchten wir in unserem Haus mit 3 Stromkreisen arbeiten, um wirklich sicher zu gehen, dass da keine Sicherungen rausfliegen und dass alles funktioniert. Das heißt, wir gehen auf 16 Ampere mit 230 Volt, 3 Leitungen und werden dann hier den Sicherungskasten haben. Vom Kreislauf planen wir damit, auch immer mehr in Richtung Autarkie zu gehen, dass wir uns irgendwann unabhängig auch Energie speichern und produzieren können. Demnach haben wir uns auch einen Wechselrichter bestellt. Der ist aber noch nicht angekommen, ne? Nee, der kommt noch. Der kommt noch, den zeigen wir euch dann. Deshalb gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Weg, wie der Stromkreislauf in unserem Haus funktioniert. Jetzt wird es erstmal so sein, dass wir von außen den Strom bekommen. Dann geht der Strom in den Wechselrichter, dann hoch in den Sicherungskasten und dann zu den Verbrauchern. Wenn wir jetzt irgendwann Photovoltaik oben auf dem Dach haben beispielsweise und schon die Akkus haben, dann würde der Strom von der Photovoltaik kommen in den Wechselrichter, in die Akkus, dann wieder zurück in den Wechselrichter, in den Sicherungskasten. Das ist aber dann Zukunftsmusik. Demnach war es uns einfach wichtig, den Wechselrichter jetzt zu bestellen, dass diese Zentrale, unser Motherboard, schon da ist und wir dann auch mit dem Wechselrichter entscheiden können, alles klar, der Strom kommt jetzt von der Dose oder der Strom kommt jetzt von der Photovoltaikanlage. Hier kommt nämlich auch noch planmäßig eine kleine Serviceklappe hin, dass man auch im Nachhinein an unsere Aldern, unser Heizsystem gut ran kann. Das wird nämlich sonst ein bisschen eng vom Badezimmer aus und dann können wir das schön öffnen. Und wenn die Klappe zu ist, dann können wir die Tür, hier kommt nämlich eine Schiebetür hin, planmäßig, können wir die Schiebetür vorziehen, die Serviceklappe wird versteckt und der Raum ist wieder offen. So viel zum Plan. Super. Ja, das war's auch schon. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, genau, aktiviert das Glöckchen. Auch nicht vergessen und wir sehen uns gesund und munter in einer Woche. Tschüss. Tschüss.